Willkommen zurück zu Dark Souls. Es geht fröhlich weiter bei uns. Ich glaube, ich bleibe in meiner Aufstellung, mit der ich gerade unterwegs bin. Wir sind immer noch in der Stadt Ulusiil. Ihr habt vielleicht ein schönes Ambient-Sound. Ich habe mein Fenster offen und es ist ein sonniger, frischer Frühlingsvormittag. Aber leider noch zu kühl, um irgendwas draußen Schönes machen zu können. Deswegen versuchen wir, unser Let's Play zum Ende zu bringen. Wenn ihr das hier seht, ist wahrscheinlich eh schon Mitte August oder sowas. 20 Milliarden Folgen oder so. So, und wir metzeln uns hier jetzt durch. Fahren hier runter und dann machen wir mal da weiter, wo wir letztens, genau zu sein, gestern Abend auch drauf gegangen sind. Den schicke ich mal hoch. Gibt es hier geheime Sachen? Secrets? Irgendwas? Nein, okay. Wahrscheinlich muss ich mein Fenster gleich zumachen. Ich schätze mal, es wird doch lauter sein. Sehen die mich? Tun die mich was? Mich was? Mir was? So, jetzt. Das sind zwei Magier. Schnell genug schießen, dann klatsche ich die weg. Man stunt sie ja, wenn man sie crittet. Ich glaube, der war einer zu viel, aber egal, lieber ein Pfeil zu viel als dann wieder drauf gegangen. Zackabu. Und den. Ja, diese normalen Viecher sind nicht so krass, aber wir finden alle Secrets. Wir finden alle Secrets. Diese Ritterseelen sind auch total praktisch, wenn man versucht, was aufzukaufen. Beziehungsweise, also ja, die Zauber, die sind immer saumäßig teuer und das ist dann immer praktisch, wenn man die dafür nutzen kann. Und wie gesagt, ich arbeite ja auch daran, dass ich die Achievements krieg. Und da muss man eben immer schön brav alle Zauber und so kaufen. Oh, hier sieht's doll nach einem Bosskampf aus. Was bist du denn? Okay, das ist wahrscheinlich der Bosskampf. Oi! Cool. Ich trinke mal ein. Geht aber. Geht aber. Oh oh, ich dachte, der wäre draufgegangen. So, jetzt ist er weg. Kettenhemd, Kettenrüstung, Lederstulpen. Lauter kopflose Statuen. Kopflose Statuen von kopflosen Reitern. Ich habe nicht geguckt, seit wann ich aufnehme. Ah, irgendwann eines Tages bei irgendeinem Let's Play fange ich an, das zu lernen. So, ich mache mein Fenster jetzt wieder zu. Vorbei mit dem schönen Ambiente. Nein, ich kann es nicht wieder zumachen. Ach, es kakelt. Gut, dann bleibt es offen. Ich hoffe einfach, man hört es nicht so doll. Geht's nach unten? Geht's nach oben? Es geht nach unten. It goes down. Zwei große Scherben. Motorradfahrer. Ist das ein Bonfire? Ist das wirklich ein Bonfire? Kann man sich hierhin teleportieren? Ich halte es nicht mehr aus. Okay. Hier nutzen wir wieder unsere Leuchthütchen, aber irgendwie reißt das jetzt nicht so viel heraus. Schlund des Abgrunds. Oh, nein!
Nein, 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 nein. Und da hinten sind ganz viele von diesen Viechern. Ich hoffe, da ist kein Magier dabei. Da ist ein Magier dabei. Gar nicht getroffen, Vogel. Finstere Träne. Der kleine Cut kommt daher, dass ich gerade eben mal spontan doch das Fenster zugemacht habe, weil es hier ein bisschen laut wurde. Das ist mit Sturzangriff. Komme ich doch wieder hoch? Ich springe erstmal daneben. Hat sich jetzt richtig gelohnt. Ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool, dass die große Scherben geben. Ich mag jetzt, bevor ich hier weiter renne, mal gucken. Ich weiß im Übrigen auch gar nicht, ob das überhaupt was nutzt, dass ich hier mein Hütchen auf habe. Was auf Eidechse? Ja, den Crystal Lizard haben wir gekriegt. So. Hier geht's nicht runter. Also doch, es geht runter, aber nicht. Ich bin da nicht mehr am Leben. Anscheinend gibt es nur den einen Weg. Oh. Menschlichkeit? Sind es Gegner? Wenn ja, sind es ganz schön viele. Oi. Danke dafür. Danke dafür. Oh. Das war doch Alvina, die Katze. Zehn, wow. Anscheinend tun die nichts. Ich weiß nicht, ob das gut ist, sie zu töten oder nicht. Hier geht es auf jeden Fall schon mal hoch. Da fahren wir auch kurz hoch. Einfach um die Abkürzung zu aktivieren. Und da sind wir durch den Boden gefallen. Ich schneide uns da wieder runter. Wir sind wieder bei unserem Seelengnubbel. Die Dinger machen sogar auch Schaden. Muss aufpassen, dass man nicht in die reinrutscht. Oh! Ihr habt es gesehen. Und was lassen sie fallen? Doppelmenschlichkeit, cool! So, die Katze ist in die Richtung abgehauen, aber hier geht es nicht weiter. Schauen wir mal erstmal hier runter. Die Abkürzung haben wir aktiviert, wo auch immer sie hinführt. Menschlichkeit. Man anscheinend runterrutschen. Ich gehe mal hier runter. Dann hauen wir da erstmal die Viecher weg. Das war zu früh. Noch nicht trinken müssen.
Okay, ich muss ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Das ist Menschlichkeit, ja, okay. Kann man ganz nett farmen eigentlich. Blöd ist, dass sie nicht stehen bleiben, um einen anzugreifen, sondern einen halt so in einen reinfahren. Aber die Menschlichkeit ist cool. Vor allem kriegt man noch relativ viel. Keine Ahnung, ob man hier wieder hochkommt. Hier. Ah! Doppelmenschlichkeit. Oben gibt es auch noch Sachen, aber ich glaube, hier geht's weiter und Items sammeln kann ich dann auch noch machen, wenn ich es nicht aufnehme. Das ist jetzt nicht das Spannendste der Welt. Da unten gibt es einen Bosskampf. Das Tor sieht zu groß aus, da muss es einfach einen Bosskampf geben. Die machen sogar richtig viel Schaden. Mann, 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 da muss man richtig aufpassen. Weiße Scholle! Das ist cool. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon eine habe. Damit kann ich Waffen aufmotzen. Ich benutze zwar eh schon ewig und drei Tage immer die gleiche Waffe. Aber ich könnte welche aufmotzen. Ah, ich habe auch das Gefühl, dass die Drachenritterwaffen nur wirklich cool sind, wenn man keine hohen Stats hat. Weil die skalieren, glaube ich, nicht so stark wie die anderen Waffen. Also mit den Attributen, die man hat. Seele eines Helden. Bossfight? Versuch's mit Trübsal. Viel Erfolg. Versuch's mit Mut. Okay, wir machen uns mal voll. Ja, was soll's. Wir gehen rein. I'm going in! Autschen. Doppel-Autschen. Viel zu früh gerollt. Aber wir verletzen ihn. Oh oh. Das war ein krasses Ding. Oh, okay.
Muss echt aufpassen, aber er ist machbar. Wir sind noch nicht wieder zurück beim Menace, aber ich habe hier gerade einen Geheimpfad gefunden durch die Nachricht von jemandem. Oh, das sieht aus, als wäre das der Wolf mit dem Schwert. Sif ist das, glaube ich. Das ist ja abgefahren. Ich habe es im Übrigen gebacken gekriegt, falsch abzubiegen und zu sterben. Das heißt, unsere Seelen und die Soft Humanity, die ich hatte, sind weg. Aber was soll's. Dafür bringt uns der Geheimgang wieder nach oben. Läuternder Turmschild. Okay. Oha, das ist ein krasser Schild, also von der Haltung, aber ist auch so schwer. Naja, macht physisch nicht das, was ich gerne hätte. Okay, jetzt schneide ich runter zu Menace. Oh Mann. Na, ach Mann. Okay, wir müssen als Mensch rein. Ich habe gerade gesehen, man hätte Sif beschwören können da drin. Wie cool ist das denn? Dann kämpft der mächtige Superwolf, okay, in einer kleinen Form für uns. Okay, das machen wir. Ey, ich komme hier nicht klar. And again. Ja, das sind dann immer so die Momente, wo man sich richtig freut. Fuck, er steht natürlich genau drauf. Ich versuche jetzt ein bisschen dezenter daran zu kommen. Nicht die Nachricht lesen, Mann. Na bitte. Sif eigentlich auch was? Abgesehen davon keinen Schaden. Okay, er tankt ihn. Aber wenn ich in die Nähe von ihm komme, greift er doch wieder mich an.
Und cool. Was war denn das gerade schon wieder? Warum konnte ich mich nicht bewegen? So, das hast du jetzt davon. Zehn Menschlichkeit. Na, das ist doch wenigstens etwas. Ja, hallo, jetzt hier, mach mal, jetzt kack dich mal nicht ein. Weißt du, ich raste hier voll aus und rette dich und dann liegst du hier und heulst. Junge, Junge. Jungfrauen in Nöten sind auch nicht mehr das, was immer waren. Dann geh ich jetzt zum Bonfire, lass mich doch in Ruhe. Meine Fresse, nee, Leute. Ich raste aus. Ich mich hier runter teleportieren? Dann schon der Stadt Ulusiel. Ne, sieht nicht so aus. So, ist sie noch da? Ja, sie liegt da noch. Komme ich hier überhaupt wieder her? Komme ich hier auch irgendwo anders hin? Pilz, wir haben sie gerettet. I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human, even halting the spread of the Abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. I will remember thee, but I will keep thy story to myself. This is the best way. For thou art come from a time far ahead, no one will sing thy praises. But yet thy greatness shall live on, for it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Was thine eye glancing hither? Thou needst not hide thy wonder. I am a mushroom, after all. Das war's jetzt. Ich habe 3 Pilze gekriegt. Ich rette die Prinzessin. Ich verhindere, dass sich die Finsternis ausbreitet. Und alles, was ich krieg, ist ein Danke und 3 Pilze? Meine Fresse. Ich verstehe, warum es keine Helden mehr gibt. Der Lohn ist ja... Da verdienst du jetzt Bettler mehr. Da verdient ja der Schmied mehr, deswegen gibt es wahrscheinlich 4 Schmiede in dem Spiel. Ne, es gibt nur 3. 3 Schmiede. Sogar ein Skelett ist noch ein Schmied. Und das Skelett weiß, man verdient damit mehr, als wenn man Held ist. Meine Fresse, ey. Leute. So. Dezent frustrierende Folge. Mal gucken, was ich daraus zusammenschneide. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal gucken, was dann ansteht. Ciao.